Leute, weiter geht's heute mit FIFA. Und wir gucken heute mal, wie es weitergeht. Nächstes Spiel steht auf jeden Fall jetzt an. Wir spielen jetzt gegen den SV Waldhof Mannheim. Ich glaube, das müsste ein Auswärtsspiel sein gegen den Tabellen 18. Und die kämpfen auch so ein bisschen ums Überleben. In Mannheim genau, Stunden 24. Dezember. Und die müssen, kämpfen ums Überleben. Die müssen natürlich ihr Spiel gewinnen, um wieder ein bisschen ranzukommen. Ansonsten wird das verdammt mau werden. Aber wir treffen heute, wie gesagt, und wollen natürlich auch den nächsten Sieg einfahren. Und dann geht's in die Winterpause. Ich habe mir so ein bisschen meine Gedanken gemacht bezüglich meinem neuen Innenverteidiger. Ich werde den Kader sowieso in der Winterpause ein bisschen umbauen müssen. Und mal schauen, aber dann kommt. Ich habe ja auch so ein bisschen gemacht in meine neue Stamminnenverteidigung für die neue Saison, wahrscheinlich auch in der Liga 2, so wie es momentan aussieht. Wir haben 12 Punkte Vorsprung. Es sieht momentan sehr, sehr gut aus. Aber wie gesagt, das kann sich noch in der Rückrunde drehen. Ich weiß nicht, wie das da läuft. Sehen wir einfach an. Ja, jetzt müssen wir es mal durchsimulieren. Wie gesagt, das letzte Spiel steht wahrscheinlich jetzt an für die Runde. Genau, da ist der 20. Dezember. Und dann geht es in Richtung über Weihnachten. Und dann geht es hoffentlich in die neue Saison. Und diese zweite Halbhälfte. Mein Gott, ich bin noch nicht ganz wach. Sorry. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Komm. So, ich brauche mal was zu trinken. Ja, ist es. Genau, perfekt. Wunderbar. Flasche Wasser mit dabei und gib ihm. Und dann, wie gesagt, schauen wir dann irgendwann, wie die zweite Saisonhälfte läuft. So als das, was ich sagen wollte. Okay, los geht's. Also, was heißt los geht's? Es geht gleich los. So langsam habe ich mich auch überlegt, wenn mein neuer Linksverteidiger werden wird, wie die neue Bundesliga sorgen. Also ich habe mir schon so eine kleine Liste gemacht, wie der neue Kader dann irgendwann aussehen soll. Aber das machen wir dann irgendwann erst zusammen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir jetzt in die Winterpause reinkommen. Und dann, ja. Zack. Na, du kommst nicht hinterher, ne? Komm, scheiß drauf. Okay, gehen wir mal rein ins Spiel. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Jo. Auswärtsspiel in Mannheim. Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Das dürfte ein tolles Spiel werden. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Das offensiv schwächste Team, also gegen die offensiv stärkste Mannschaft. Da sollten wir Unterschiede ausmachen können, vor allem offensiv. Mal sehen, ob sie das auch zeigen können. Ja. Ja, SV Waldhof Mannheim, ehemaliger Zweitligist. Damals ziemlich knapp am Aufstieg gescheitert, nur als Vierter. Und jetzt dümpeln sie irgendwo unten in der zweiten Liga, der dritten Liga rum. Und ja, mal gucken, ob sie drin bleiben. Wir wollen natürlich raus, wir wollen hoch in Liga 2, dafür ist der Kader auch aufgebaut. Und das ist unser großes Ziel. So, die Spieler klatschen sich noch ab und dann geht's in die neue. Geht's weiter? Vielen Dank. Und dann folgt der Anschluss. In den letzten Jahren ein ums andere Mal an den eigenen Ansprüchen gescheitert, Buschi. Aber klar, die Sehnsucht ist groß bei Königsblau, endlich mal einen Meistertitel zu holen. Und das ist ja verständlich, Wolf. Der letzte Titel liegt mit 1958 über 50 Jahre zurück. Aber es fehlt vor allem an der Konstanz über eine ganze Saison, sodass es häufiger für die vorderen Plätze reicht, aber eben nicht für ganz vorne. Das ist halt das Problem bei uns, ja. Erstmal Verlats.
Na gut, okay, gucken wir jetzt mal rein. Letztes Spiel gegen Lautern gab es das 4-1 zu Hause. Sieht vielversprechend aus. Wobei das auch zu hoch meiner Meinung nach war. Kobylanski. Latte. Ja, das Ball ist wieder weg. War ein bisschen schlecht gespielt. Da musste er abbrechen wegen Abseits. Das passte nicht so gern. Ah, schade. Der FC Schalke will direkt den nächsten Erfolg nach dem Heimsieg, als der erste FC Kaiserslautern der Gegner war. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelb. Kolasinac, okay. Da gibt der Unparteiische gleich die Linie vor. Es gibt die Verwarnung. 13. Minute der Gelb. Man die auch geben. Die Spieler sollten gewarnt sein. Hm. Ja, könnte was werden. Vielleicht die Führung jetzt. Das war eine gute Chance. Lukas mit der Grätsche. Gut gemacht, gut gehalten. Also Mannheim versucht es natürlich auch mit Gegenpresse und sie versuchen auch mit Kampf dagegen zu kommen und das scheint momentan gerade ihr Erfolgsrezept zu sein. Vorne jetzt die Balleroberung. Wieder nicht. Kolasinac kriegt den Ball nicht raus. Und den Ball hält der Torhüter fest. Ja, das wird mal. Sag ja, das wird nicht ganz einfaches Spiel werden. Mannheim kämpft ins Überleben. Sie müssen das Spiel gewinnen eigentlich, um ein bisschen dran zu bleiben. Ja, das ist ein guter Pass. Und wir müssen gewinnen, um Möglichkeiten, um eine Möglichkeit zu haben, um das wieder alles abzusetzen. Theoretisch haben wir nichts zu verlieren. Wir könnten uns einen Ausrutscher erlauben, aber mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Eben die Heimmannschaft nicht. Gute Chance für eine Flanke. Den setzt er zu hoch an, der geht rüber. So, nix. Viel Übersicht bei diesem Pass. Eins, das war doch kein Absatz. Absolut klare Entscheidung. Brust du an, ja. Platte. Ist wieder weg. Ne, ich krieg momentan auch keine Möglichkeit, da irgendwie mal mich durchzuarbeiten, mich durchzukombinieren. Vielleicht jetzt mal. Kubilanski. Super Pass! Mann, das gibt keinen. Das war Maßarbeit, da hat nicht viel gefehlt. Ja, das hätte auch anders ausgehen können. Ball ist jetzt wieder weg. Weiter dieses Unentschieden, aber sie machen das hier. Aschimiro! Der mal mit einer nächsten guten Chance, 37. Minute, aber nicht Geld. Nicht Bezug. Oh. Und da steht der Abwehrspieler auf der Linie und das wäre hier fast das 1-0 gewesen. Kommt jetzt die Flanke rein. Platte. Gibt Abstoß. Es ist nicht ganz einfach gerade so ein bisschen das Spiel, muss ich sagen. Gut, wenn die Siegesserie reißt, ist halt dann einfach mal so, aber keiner erwartet, dass es weiter so geht. Die Fans können sich jetzt haben wir mal einen Ball. Ich hab's. Nein, das war zu schlecht gespielt in die Situation. Also ja. Es geht in die Halbzeit mit einem 0 zu 0. Also ich hätte mir wir haben einen Gegner. Nullnummer zur Pause für mich unerwartet. Wir haben einen Gegner und das ist halt genau das. Ein Gegner, der kämpft, ein Gegner, der beißt, ein Gegner, der ein paar Chancen hat. Wir haben sie bisher noch nicht wirklich und ja, mal gucken, wie es in der zweiten Halbzeit jetzt läuft. So, 42 Minuten geht's los. Es geht los mit dem zweiten Durchgang. Aber wir haben auch schon so Situationen gehabt. Aber jetzt sind wir wieder in Unentschieden, 15 Siege in Folge. So, Krüger mal jetzt. Aber da kriegt keiner mit in der Situation. Also ganz muss das alleine machen, Krüger. Fällt das Tor doch noch? Nein.
Leider nicht. Den hat der Keeper sehr gut da rausgeholt. Jetzt haben sie den Ball wieder. Ja, jetzt mal. Ein bisschen. Jetzt endlich. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und das macht er das super. Aus ja, der endlich mal. Im Tor untergebracht. Schöner Ball von Krüger außen rein. Die erste Situation hat er noch vergeben und dann wird der Ball abgefangen in der Mannheimer Vorwärtsbewegung und dann gibt es den Konter dann dagegen. Und dann ist es das 1:0 endlich. Martin Kowalanski. 12. Saisontor. Also die Führung für Schalke. Und der ist eigentlich nur ein Zehner, mein Zehner. Also offensiver Mittelfeldspieler, so rum ist es richtig. Aber da plane ich für die kommende Saison erstmal noch jemand anders. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass ich den Kader finalisiert bekomme dann irgendwann. Oh. Schöner Pass. Unglaubliche Parade. Und da ist er, Kowalanski wieder. 57. Minute, Richter 2-0. Der Ball kommt rein. Ja. Kopfballchance, aber doch deutlich ja, vergeben. Ja. Alles das gut. Ist auch Verdienst der Abwehr. Ja, sie sind zur Stelle, machen die Räume eng und er trifft den Ball daneben nicht mehr perfekt. Na, ja, gut, okay. Schuster. Das könnte die Chance werden. Und jetzt Mannheim nochmal mit einem Konter. Direkt. Abgeblockt. Nächster Versuch. Und dann gibt es Aschimero. Also der versucht zumindest. Doch, er hat ihn noch. Er hat ihn noch. Ach, das ist scheiße gespielt. Guter Pass jetzt. Außen. Ja, abseits. So, ich muss wechseln. Das bringt mir jetzt gerade gar nichts davon. Eine Platte, der kriegt da momentan über keinen Wind da vorne rein. So, dann muss ich halt gucken. Ah, kann Fula mal probieren. Kolasinac überlege ich gerade, ob ich den rausnehmen kann. Habe ich einen Link? Ich habe keinen Linksverteidiger auf der Bank, ne? Ja, Weiser hat aber auch lang genug Linksverteidiger gespielt, dass es könnte. Gestartet. Wechsel. Die Trainer nutzen die Unterbrechung und wechseln beide. Die Nummer 9, Felix Platte. Ja, es ist, kriegt gerade momentan nicht viel. Neu dabei, die Nummer 19, Silver Gandula. Und mit der Nummer 6, Mitchell Weiser. Genau. Und das sind die beiden Wechsel, die muss ich jetzt mal. Aber einfach mal ein bisschen körperlich da, ein bisschen mehr Körper reinzukriegen vorne. Ah, schade, da kommt er nicht vorbei. Aber es ist halt genau das Spiel, was ich erwartet hatte, so ein bisschen. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Das Ding ist ja noch nicht durch. Nicht mit dem ohne das 2-0. Aber das Feld ist halt die große Frage. Vielleicht reicht auch dieses eine Tor. Gib ihm. Der ist erstmal weg. Bujelab, der hat ihn abgeklärt. Der den klärt. Ball an den kurzen Pfosten. Gefahr erstmal bereinigt. Ja, mal hab ihn. Silvia Gonvula. Jetzt ist Platz für den Konter. Jetzt mal Mamba. Der kann ein bisschen mit Geschwindigkeit über die Außen kommen. Jetzt das Anspiel. Macht er auch. Jetzt vielleicht die Flanke. Ah, schade. Gibt Einwurf. Kommt nicht vorbei. So langsam wird es gefährlich. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Ah, ist das nicht gut. Sie verlieren den Ball. Und das ist der Ballverlust. Sieht gefährlich aus. Flanke jetzt. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Ja, 9 Minuten noch. Schaffen Sie hier noch den späten Ausgleich? Die Fans glauben weiter. Lukas, ja, der kriegt aber gerade noch die zweite Chance.
ist das spannend. Auch in den letzten Minuten schenken sich beide Mannschaften nicht. Ach, den kriegen nicht raus auf die Außenbahn. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pushen. Es ist eigentlich was erwartet. Und dann kriegst du so einen Sonntagsschuss hinten rein. So, die letzten Minuten werden aber wirklich schön gespielt. Alles offen in dieser Partie. Durch den Ausgleich sind sie natürlich im. Ja, da kann er nichts machen. Der dreht sich noch schön weg da hinten. Können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie haben immer wieder nachgesetzt. Scheiße. Der Spielverlauf ist völlig offen. 3 Minuten sind es noch. Und der Vorteil für Schalke. Silver Gongula. Vielleicht die Gelegenheit für den späten Siegtreffer. Das wird sehr wahrscheinlich in die Siegesserie reißen. Und es wird wahrscheinlich nur unentschieden werden. 2 Minuten Nachspielzeit geben. Und die muss ich machen, diesen Grätsche, weil sonst ist der mir weg. Es gibt Minimum Gelb. Wenn nicht sogar mehr. Aber ich glaube, gibt es Gelb. Ja. Na, es wird unentschieden wahrscheinlich. Gelb gegen den FC Schalke. Zu viel Einsatz und damit natürlich die richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Der Ball kommt sogar durch. Ja, klasse Pass. Das könnte richtig gefährlich werden. Jetzt Tor. Haben sie es. Das ist die Führung und so kurz vor Schluss müsste es das eigentlich sein. Und ich habe tatsächlich sogar abgeschaltet. Dachte mir, den pfeift er sowieso zurück, weil das Abseits war. Links außen, aber nö. Mannheim dreht sehr, sehr spät dieses Spiel. So, hier sehen wir es jetzt nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Die Flanke kommt und dann ist das wunderbar, wie er diesen Ball über den Keeper köpft. Da ist der Torhüter machtlos. Vorbei an Renault und dann rein ins Glück. Tor für Mannheim. Und wir kriegen unsere zweite Saisonniederlage. Also, wer vorher die Statistiken gelesen hat, der muss. Und für Mannheim ist das sowas von überlebenswichtig. Mit dem Ausgang dieses Spiels so nicht zu rechnen war. Für mich ist der Sieg, ja, überraschend. Das hätte ich, ja, anders erwartet. Die waren doch offensiv bislang eher schwach. Ja, sie haben gekämpft, das war die ganze Partie über, das Tor dann für uns, aber dann halt diese Doppelnackenschlag. Zweite Saisonniederlage nach dem Heimspiel gegen Viktoria Köln. Jetzt die Niederlage in Mannheim, 87. und 92. also 92. wie auch immer. Ja, und ich sage ja, wir können uns die Niederlage erlauben. Es ist natürlich jetzt nicht alles, es ist natürlich jetzt nicht gut, aber es ist halt passiert. Und es ist nicht ganz unverdient, muss ich sagen. Es ist, wenn man die Statistiken sieht, ist es nicht unverdient. Das muss ich einfach mal so akzeptieren. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Ja. Nochmal schöner Nackenschlag kurz vorm Ende der zum Abschluss der Winterpause. Ja, aber nicht reißen müssen. Sie haben verdient gewonnen. Punkt. Ich sag ja, es ist halt das Problem, wir haben die Defensive komplett überhaupt nicht im Griff da hinten drin. Und das, so, sie waren das bessere Team. Ja, sie waren besser. Das muss man einfach mal akzeptieren. Das war's auch schon. Vielen Dank. Einfach mal komplett sachlich akzeptieren, dass es einfach nicht funktioniert heute. Punkt. Schade. Gut. Ja.
Gut, wie gesagt, wir können es uns erlauben. Ist doch überhaupt nichts passiert eigentlich. Ich gehe jetzt gucken, dass ich jetzt in die Winterpause. Also wir gehen jetzt zusammen in die Winterpause. Und dann geht es in einer neuen Saison quasi wieder weiter mit dem Spiel, mit dem Auftaktspiel gegen Türkgücü München. Ich glaube, in München müsste das nächste Spiel sein. Wenn die Rückserie genauso wie die Hinserie ist. Ja, sie haben es gemacht. Das Tor zu meinen, sonst war auch schön. Das war wirklich schöner Distanzschuss. Und das zweite Tor war einfach, wir wollten es. Ich habe mit dem Kopf eigentlich abgeschaltet und dachte mir, den pfeift er mir eh weg, den Gegner eh weg. Und dann war das Ding auf einmal drin. Hinten. Und dann ist es einfach passiert. Aber nochmal, es ist nichts passiert. So, müsste jetzt eigentlich sogar dann im Januar die Transferperiode wieder, das Transferfenster wieder öffnen, weil ich dann unbedingt mal meine Defensive ein bisschen umbauen möchte. Ich muss, mit den vorhandenen Spielern momentan passt es einfach schlichtweg nicht da hinten drin. So, der Transfermarkt ist jetzt dann offen. Ich gehe jetzt nämlich rein in den 1. Januar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, wie wir den Kader verändern wollen. So, ein, zwei Spiele habe ich so ein bisschen im Kopf, wenn ich mir holen könnte, weil ich muss dringend mal ein bisschen drauf achten, muss dringend mal ein bisschen was tun. Und ich brauche wahrscheinlich zwei neue Innenverteidiger. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.